Defend brauchen wir nicht unbedingt. Doors Crafting. Ja, genau. Warum nicht ein paar Werkbänke? Ich meine wirklich, warum nicht? Das sorgt für ein bisschen mehr... bisschen Abwechslung. Das ist eine Chemistry-Werkbank durch die Mods. Das ist, finde ich, lustig. Warum nicht hier so ein kleines Waschbecken ins Eck? Damit es einfach ein bisschen voller wird. Und dann kann man die wiederum alle mit Kleinkram und Klimbims dekorieren. Gut, so eine Kochstation würde ich jetzt hier eher nicht machen. Laundry. Auch Laundry würde ich jetzt hier nicht machen. Aber warum nicht einfach so einen Paintmixer irgendwo hinstellen? Ist halt irgend so ein Vault-Gerät. Schwer zu sagen. Oh, das ist überhaupt eine gute Idee. Die Powerrüstungen, die hier so rumstehen, könnte man auch wirklich... Ich mache hier Powerrüstungsparkplätze in die Hauptlobby hier irgendwo, damit man seine Powerrüstungen parken kann. Ich könnte theoretisch jedem Begleiter seine eigene Powerrüstung geben. Das ist eine schöne Idee. Ich meine, Strong und Dogmeat sind raus, aber jeder mit einem humanoiden Körper kriegt einfach seine eigene Powerrüstung neben sein Haus. Kriegt er seine eigene Powerrüstung. Mit richtig guter Design. Aber schwierig wird hier in diese Gang, glaube ich. Weil möglicherweise, wenn ich hier Abstelle der Powerrüstungen, überall wird nicht mehr kommen durch. Alles blockiert. Keine Möglichkeit mehr. Vielleicht. Aber ich werde es versuchen. Aber vielleicht wird es wirklich ein bisschen zu eng hier. Da könnte mein amerikanischer Co-Moderator schon recht haben. Ich habe immer in der Richtigkeit. Da kannst du dich drauf verlassen. Sodala. Gut, Cotsworth braucht keine Powerrüstung. Dogumil braucht keine Powerrüstung. Ich glaube wirklich, das wird ein bisschen... Schauen wir mal, ich park mal einfach eine hier. Einfach mal testweise. Ich könnte mal wieder speichern, oder? Wobei in der letzten halben Stunde haben wir eh nicht viel gemacht, leider. Hat das schon schnell gespeichert? Das geht aber wirklich schnell. Hat das funktioniert? Ja, okay. Ich habe gehört, wir hätten überall Experimente. War der Paintmixer nicht für die Diamond City Quest? Genau, genau. Nur deswegen gibt's den. Ich weiß nicht, ob der durch irgendwelche Mods noch andere Funktionen erhält, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich weiß nicht mehr, wie ich aussteige. Die Oma von Wynoni Carroll mag vielleicht dem Glücksspiel verfallen sein, aber das ist unser aller Gewinn. Hier kommt die Nummer. Aufteilung und Dekoration. Nein, aufhören! Lizenzierte Musik irgendwo! Ich habe mein Radio versehentlich angemacht. Gott, oh Gott. Und schon Klage am Hals. Kanal explodiert. Okay, das geht, finde ich. Das geht, da kommt man noch gut vorbei. Ja, warum nicht? Jeder Begleiter kriegt seine eigene Powerrüstung. Ich bin schon wieder voll in dem Modus, dass ich 100 Projekte im Kopf habe, wo ich mir denke, oh ja, das machen wir und das machen wir auch und das muss ich auch noch machen. Und Betten zuweisen auch noch. Und das noch dekorieren. Und hier noch das bauen. Und im Endeffekt mache ich nichts davon. Wie sich das gehört. Ah ja. Los geht's, machen wir weiter. War schon immer so. Das ist schon okay. Jetzt bin ich nur gespannt, ob das mit den Powerrüstungsständern, ob wir das hier hinkriegen, weil hier sind so viele Räume auf so engem Raum. Hier wohnt X irgendwas. Xi. Ah doch, das passt wunderbar. Hier wohnt wahrscheinlich Curie, glaube ich. Hier. Ja,
Keine Ahnung. Das könnte auch so eine Generic-Wohnung sein. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt. Ich mache jetzt Namensschilder an die Zimmer, die ich ganz klar identifizieren kann, damit ich weiß, wer noch fehlt. Weil ich habe schon ein paar Zimmer auch so ganz generic eingerichtet, also so ganz 0815, weil ich mir einfach nicht mehr sicher war, wer da eigentlich wohnt und wie und was und was? Quatsch. Weil ich einfach Zimmer übrig hatte und keine Begleiter mehr. Das ist die Erklärung, die ich eigentlich gerade nennen wollte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sodala. Trotzdem stelle ich hier jetzt auch noch ein paar Power-Rüstungsständer hin, weil wie gesagt, ich glaube, so ein paar Power-Rüstungen zur Dekoration machen sich gar nicht schlecht. Sodala. Eine große Robo-Werkbank. Könnte man vielleicht wirklich da hinten ins Eck stellen? Ah, da will sie nicht reinpassen. Und hier so in die Mitte des Raums will ich sie nicht. Nee, will ich nicht. Nee, will ich nicht. Lass mich. Ich glaube, so ein paar Werkbänke verteilen ist aber trotzdem eine schöne Idee. Ist ja auch so ein Service für die Bewohner und Besucher der Stadt hier. NPCs. Für die meisten braucht man immer Klingenkorn oder ähnliche Sachen, habe ich gerade nicht. Aber will ich auch gar nicht. Ich will nicht noch mehr NPCs hier haben. Wobei... Ich überlege gerade, wenn ich jetzt zum Beispiel... Wenn ich jetzt zum Beispiel... Ich muss das mal kurz testen. Händler, was macht ihr hier? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier so einen Security Guard... Gibt es hier auch in Vault Tech... Raider. Railroad. Institut. Atom Cats. Alles gibt es. Ah ja, Vault-Tec Security. Weil ich meine, der ist, glaube ich, ein echter NPC. Aber wenn ich jetzt hier einfach so eine Vault-Tec-Wache hinstelle, bleibt die dann da stehen? Wird das ein echter NPC, der sich selber verhält? Oder ist sie quasi einfach nur Dekoration im Grunde? Weil wenn du einfach nur Dekoration bist und da stehen bleibst, wo du jetzt stehst, könnte man schon ein paar dekorative NPCs hinstellen einfach. Könnte schon sein. Den Blue Screen of Death willst du? Ist absolut nicht ausgeschlossen. Auch auf der PlayStation 5 habe ich die schon erlebt. Und je mehr NPCs wir platzieren, desto wahrscheinlicher wird's. Also, wie schon gesagt, hier wird an der Vault weitergebaut, bis die PS5 nicht mehr kann. Bis die aus dem letzten Loch pfeift. Das kriegen wir hin. genau. Das ist der Plan. Ich hab's ja vorher schon gesagt. Wir bauen so lange an der Vault weiter, bis die PS5 nicht mehr kann und warten dann auf die PlayStation 6. Dann bauen wir wieder weiter. Machen wir... Aber das ist cool. Die NPCs bleiben wirklich, wo sie sind. Bist du überhaupt echt? Doch, du bist ein echter Siedler. Weil, jetzt muss ich mal gucken, gibt es hier... Ich musste ja, wie gesagt, ein paar Mods rausschmeißen. Aber haben wir hier, das sind Glitch-Tools, so Matten... Haben wir hier so Matten, dass gewisse NPCs gewisse Berufe ausführen? Da gibt es nämlich... Aber den Mod habe ich jetzt nicht mehr, ne? Schade. Da gibt es nämlich Fußmatten, unsichtbare Fußmatten, die quasi als Händlertheken oder sowas dienen oder irgendwelche Animationen auslösen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, aber wie gesagt, die vertragen sich alle nicht miteinander. Aber trotzdem ist das wirklich ganz cool. Warum seid ihr hier? Ich verstehe es wirklich nicht. Animals, nicht unbedingt Children, auch nicht Guards, auch nicht, aber Merchants, genau. Wir könnten hier zum Beispiel auch einfach einen Händler hinter den Tresen stellen. General Merchants. Special, ne, General. General Merchant. Und zwar... Food. Ja, guck mal, der sieht sogar aus wie ein Koch und der ist ja super.
Ah, das gefällt mir. Aber wisst ihr was? Ich würde gern den Koch ehrlich gesagt eher hier so hinstellen. Oder hier vielleicht so ein bisschen zum Herd auch. Ja, er geht auch gleich an die Kochstation. Sehr gut. Und für die Theke noch mal jemanden anders. Ja, keine Ahnung, hier. So. Nein! Wo geht ihr denn hin? Ich dachte, ihr seid fest platzierte NPCs. Nee, ich will gar nicht handeln. Ich will, dass ihr da hinter der Theke stehen bleibt. Und hier nicht großartig rumassiert. Soll ich die einsperren? Bringt, glaube ich, auch nichts. Ah, vielleicht funktioniert das doch nicht so gut mit den NPCs. Nur zwei NPCs mehr, die hier jetzt rumwandern und Blödsinn machen. Teppiche. Vielleicht ein paar Teppiche. So eine Sitzecke. So ein Teppich mit ein paar Couchen drumherum. Mitten in den Raum einfach. Das mache ich jetzt hier vielleicht noch. Nein, okay. Wartet mal. Stopp. Eins nach dem anderen. Doch okay. Machen wir. Ich springe schon wieder von A zu B zu C und lass die gleich aus und komme gleich zu Z. Aber wir haben gesagt... Hier die Eingangshalle wollte ich als nächstes Projekt schön machen und das machen wir jetzt, bis ich zufrieden bin oder keinen Bock mehr habe. Und erst dann mache ich irgendein anderes Projekt und Schluss jetzt. Ich kann nicht mehr. So, wir brauchen Powerrüstungen und zwar viele. Ich habe viele, aber die sind leider irgendwo in der Welt verteilt. Und ich habe ehrlich gesagt Angst, dass wir nie wieder in die Vault reinkommen, wenn wir rausgehen. Weil das Vault betreten ist tatsächlich auch auf der PS5 schwierig. Funktioniert nicht immer. Aber ich glaube, mit meinem Creator-Mod-Dingens können wir tatsächlich auch Powerrüstungen herstellen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Armor and Clothing. Ne, bin mir nicht sicher, ob da... Schauen wir mal kurz an. Ah ja, Power Armor. Power Armor-Teile können wir auf jeden Fall herstellen, aber kann ich auch Frames herstellen? Beziehungsweise sind ja Frames in Fallout 4 noch gar keine Inventargegenstände, ne? Das ist ja erst in Fallout 76 so. Also Powerrüstungsteile können wir schon mal auf jeden Fall herstellen, das ist kein Problem. Jetzt muss ich nur gucken, ob irgendein Mod auch die Möglichkeit bietet, dass wir die Frames bauen können. Jetzt, wo ich sehe, wie Fallout 4 auf der PS5 aussieht, denke ich mir, ich sollte es auf der PS5 nochmal spielen. Kann man wirklich machen, wirklich. Also das läuft so viel flüssiger und so viel besser, das ist wirklich was anderes als auf der PS4. Also wenn man es bis jetzt nur auf der PS4 spielen konnte und nicht auf dem PC spielt oder so, dann würde ich sagen, absolut, wenn man nochmal Bock hat auf einen Run, das lohnt sich wirklich, das auf der PS4 nochmal auszupacken. Auf der PS5. Muss ich echt sagen. Ich meine, jetzt wo Bethesda bei Microsoft ist, weiß man es nicht, aber wenn das Spiel auch noch wirklich optimiert wird für die PS5 und nicht nur halt einfach die PlayStation 4-Version ist, dann könnten die dann nochmal ordentlich was rausholen, was echt cool wäre. Aber naja, wer weiß. Ein paar Sitzgelegenheiten wären wahrscheinlich hier auch eine schöne Idee. Ein paar Tische brauchen wir auch noch. Also, jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal speichern, weil ich die Ameise bewegen will. Und ich habe Angst, dass das Spiel abschmiert, wenn ich die Ameise bewege. Die Ameise ist irgendwie empfindlich. Ist ein empfindlicher Softspot für die Stabilität des Spiels. Das stürzt gerne mal ab, wenn ich mit dir irgendwas machen will. Okay, Ameise. Ich scrap dich nicht weg, keine Angst. Ich würde dich nur gern irgendwo anders hin platzieren. Wie wär's denn hier rein? Als nettes kleines Detail. Ja, na also, muss man gar nicht immer gleich abstürzen. Alles gut.
Das ist schon witzig. Hier haben die einfach die Texturen von den Gemälden auf die Couchen geklatscht. Weil wie gesagt, man kann ja bei der PS4 nichts hinzufügen. Man kann nur das nehmen, was schon da ist. Das ist so interessant, finde ich, wie kreativ da manche Modder waren und auf was für Ideen die alles gekommen sind, um Sachen zu ermöglichen, die eigentlich quasi nicht möglich gewesen wären auf der PlayStation 4. Das ist schon toll. Das ist schon faszinierend, finde ich. Okay, ein paar Tische hätte ich jetzt gerne noch. So kleine Tischchen, die wir neben die kleinen Käutchen stehen können. Stellen. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Testtextur, die noch nicht geladen wurde. Müsste grün sein noch am besten. Tja. Nee. Bin nicht zufrieden. Bin nicht glücklich. Mir gefallen die ganzen Texturen nicht. Gibt es nicht auch irgendwie andere Texturen? Gibt es nicht andere? Ne, das sind anscheinend wirklich die ganzen Tische, die es gibt. Na, dann nehmen wir doch so welche. Aber vielleicht nicht ganz so rostig oder so. Da stellen wir dann noch ein paar Sachen drauf. Dekoration. Ich glaube, sonst packe ich eh so Tische gar nicht mehr hin, aber so kleine runde Tische stelle ich, glaube ich, hier noch ein bisschen auf. Fast ein bisschen zu groß, finde ich. Aber gut, okay. Passt schon. So, Power-Rüstung. Deswegen wollte ich gucken. Ich glaube nämlich, wenn ich mich recht erinnere, ist es hier tatsächlich eine Power-Frame dabei. Perfekt. Wir können Frames platzieren, so viel wir wollen anscheinend. Dann kann ich sogar die Teile dafür herstellen beim Herstellungsmod und so. Es ist perfekt. Es ist ja super. Das ist ja super. Können wir alles machen. Das ist richtig gut. Damit hätten wir nicht gerechnet. Vor allem, dass hier noch so gut Platz ist. So, jetzt passt auf. Wo hat denn der alte Longfellow sein Haus? Ich glaube, das ist im zweiten Stock oben, wenn mich nicht... Im ersten Stock hier. Von den Experimenten gehört, die Experimente. Menschlichkeit war damals wohl mangelbar. Schön, dich zu sehen, Aufseherin. Kann ich was für dich tun? Ne, hier wohnt Strong offensichtlich. Strong hat's gemütlich, ne? Hier wohnt Curie. Nicht Curie. Na, wie heißt die aus dem DLC? Fällt mir gerade der Name nicht ein. Longfellow, der hat hier sogar schon so eine teilweise Wine-Power-Rüstung. Na gut, das ist eigentlich eh cool. Aber trotzdem stelle ich dem jetzt, glaube ich, die Nuka-Cola-Power-Rüstung noch vor die Tür. Nee, warte mal, Nuka-Cola sollte dann eher vielleicht der Raider-Begleiter aus Nuka-World kriegen. Wie heißt denn der jetzt wieder? Ich kann mich an die ganzen Namen gar nicht mehr erinnern. Gut, die brauchen gar keine Power-Rüstungen dann hier oben. Ich meine, das ist eine gute Idee. Der Longfellow, der gute alte Longfellow, arbeitet, schraubt halt gerade drinnen an seiner Powerrüstung rum, weil er halt so ein alter Bastler ist. Aber natürlich hat er trotzdem einen Rüstungsständer hier vor der Tür. Weil irgendwo muss die ja theoretisch dann auch geparkt sein. Aber gerade ist er halt beim Basteln. So, wer wohnt hier? Ah, hier wohnt Sean. Sean! Gut, aber bleiben wir nochmal unten im Erdgeschoss, weil hier haben wir noch viel zu tun. Aber das wird schon besser, finde ich.
Da ist meine Standard-Power-Rüstung. Mit der habe ich das Spiel durchgespielt damals. Das war wirklich bis zum Schluss einfach meine Power-Rüstung. Meine kuschelige, kleine Kuschel-Power-Rüstung. Ich habe letztens mal angefangen, die She-Ra-Serie zu schauen. Die neue nehme ich an. Dachte mir so, He-Man und She-Ra haben ihre Pronomen im Namen. Wenn wir der, die nicht binär, them, free, geschaffen. Was? Das verstehe ich gerade nicht. Was ist denn them, Bri? Ach, meinst du jetzt, dass dann quasi neben He-Man und She-Ra... Ja, jetzt verstehe ich's. Okay. Das stimmt. So, jetzt pass auf, meine Power-Rüstung, die ich immer benutze, würde ich gern einfach auf einen, genau auf den hier im Grunde parken. Auf einen Generic Power-Rüstungsständer. Das heißt, ich muss den nochmal wegfahren. Gut, dass ich noch Fusionskerne im Inventar rumliegen habe. Wie viele Leute kriegt man da wohl rein? Danke! Endlich kann ich wieder klar denken. Was? Weil ich dich beinahe mit meiner Power-Rüstung umgerannt habe, kannst du jetzt wieder klar denken. Ich meine, es freut mich für dich, ist voll cool und so. Damit habe ich nicht gerechnet. Du musst ein Vermögen gekostet haben, um das zu bauen. Hier dürfte es ein paar nette Sachen geben. Vortec hatte ordentlich Kohle. Mit dir zu reisen ist ausgesprochen aufschlussreich. So. Mann, war das eine schwere Geburt, aber ich habe die Power-Rüstung geparkt. Sehr gut. Theoretisch kann ich die anderen Rahmen ja auch schon parken. Die kann man ja danach immer noch schön bestücken mit Teilen. Sind halt hier unsere Parkplätze einfach im Grunde. Hey, wie geht es dir? Gut, gut. Und dir? Menschen das machen, um zu verstecken, nicht funktionieren. Strong wollen besser verstehen. Mir kommen diese Dinger zu sehr wie Särge vor. Schwächliche Menschen sich hier verstecken, zusammen mit Red Kakerlaken. Sudala. Wir hätten überall Experimente. Ich sollte jetzt wirklich meine Rolle lernen. Okay, ich finde, das ist schon besser geworden in der Haupthalle. Wenn jetzt noch die ganzen NPCs nicht überall so blöd rumstehen würden. Ich glaube, ehrlich gesagt, für den neuen Begleiter, der in Nuka World eingeführt wurde, wie heißt er denn, Mensch? Für den habe ich hier überhaupt noch kein Zimmer eingerichtet. Ich glaube, der ist auch gar nicht hier in der World. Aber ist ja egal, der wohnt hier. Alle wohnen hier. Könnt ihr jetzt mal eure Kuh hier rausbringen, bitte? Brahmen sind hinten, da gerade durch den Gang durch, bis ans Ende, an den Händlerposten vorbei. Da ist eigentlich das, da könnt ihr euer Brahmen füttern und alles. Ich habe ja an alles gedacht, aber man muss sich halt, Mensch, ich finde es besser jetzt. Aber der Basketballplatz, der wird jetzt noch schöner. Der Nuka-Bolt-Begleiter, den habe ich getötet. Ich mag die Banden nicht. Gib mir auch so. Die sind mir auch nicht sympathisch. Und das hat mir... Ich finde auch den Nuka-Bolt-DLC so unlogisch dann. Also diese Story, dass man dann mit seiner Raider-Bande auf einmal das Commonwealth überfallen kann. Ach, furchtbar. Ist auch nicht meins. Aber Begleiter ist Begleiter. Deswegen habe ich den natürlich trotzdem adaptiert. Ah, Animationsmatten. Es gibt sie doch. Sehr gut, sehr gut. Das heißt, ich kann NPCs in irgendwelche Animationen zwingen. Idle-Matte. Jetzt wartet mal. Clipboard and Pen-Map.
Newspaper Reading Map. Das ist wirklich cool. Die sind wirklich cool, dass es die gibt. Da muss man teilweise ein bisschen rumexperimentieren. Aber da kann man schöne Sachen machen. Ich mache jetzt zum Beispiel mal hier eine unsichtbare. Jetzt weiß ich nicht, in welche Richtung die ausgerichtet ist. Aber ich mache jetzt hier mal eine unsichtbare Painting Map. Matt. Die müssen wir uns merken. Und du? Warum habe ich den Editor verlassen? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe voll 4 zwar 100% gemacht, aber mein Nuka World Anteil habe ich so ekelhafte Magenschmerzen bekommen. Ja, ich finde, mir geht das wirklich auch so. Mir geht das auch so. Ich mag das eben auch nicht. Das entspricht nicht. Also, ich kann auch in Spielen nicht im Bösen spielen. In so vielen Rollenspielen nehme ich mir vor, okay, jetzt spiele ich es nochmal, aber so richtig böse. Und nach der zweiten bösen Entscheidung denke ich mir so, naja, okay, ich hasse meinen Charakter. Ich hasse die ganze Welt. Ich hasse das Spiel. Andere können sich da mehr distanzieren oder so eine Rolle spielen, wirklich. Aber ich kann das auch nicht. So, und jetzt müsste er eigentlich gleich einfach wieder gehen, als ob nichts gewesen wäre. ja, er nimmt seine Position ein, glaube ich. Was ist denn los? Irgendwas stimmt nicht mit meiner Idle Map. Matt, nicht Map. Los, nochmal. Versuchen wir es nochmal. Ach ja. Der Vorführeffekt. Versuchen wir es nochmal mit einer anderen Matte. High Chair Ground. Ah, Mist, ich hätte da... Naja, gut, ist okay. Hier sitzen, die sitzen hier auch immer... Ich habe das eher so als Fußablage geplant und die sitzen sich immer hier so komisch auf die Matte. Na, was soll man machen? Ich meine, theoretisch müssten die nämlich die Matten auch von alleine benutzen, auch wenn ich die nicht drauf anordne ab und zu. So funktioniert die KI theoretisch. Aber man weiß es halt nicht. Also gut, NPC? MacCready, na warum nicht? Na, aber mir wären generischer NPC lieber. Ach so, Sheffield, ist egal. Mach mal, versuchen wir das dann mal. Versuch mal, ob du hier kehren kannst jetzt. Bitte, das wäre nett. Guckte mich an. Er weiß nicht so recht, was los ist. Irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Ich habe schon gesehen, dass die funktionieren. Also ich weiß nicht, was sie gerade haben. Die NPCs sind gerade blöd. MacCready, komm schon, du lässt mich nicht im Stich. Du hast schon Little Lamplight erfolgreich gemanagt. Du managst ja, jetzt auch diese Matte hier, oder? Los geht's. Los geht's. Los geht's! Keiner macht irgendwas. Der versucht, glaube ich, immer noch irgendwie mit seiner Matte klarzukommen, oder? Aber irgendwie, weil eigentlich sollte der sich jetzt hier hinstellen und die Wand streichen. Und der da hinten sollte eigentlich da stehen und kehren. Und hier neben dem Basketballplatz sollten jetzt eigentlich Liegestützen machen. Und wie gesagt, eigentlich funktioniert das auch. Naja, kann man nichts machen. Boah, und diese Questline aus Nuka World, das hat mich so genervt, dass man ständig ins Commonwealth muss, da irgendwie eine blöde Siedlung überfallen, was keinen Sinn und keinen Spaß macht, dann wieder zurück nach Nuka World, ewige Ladezeiten, ganz viel Schnellreisen, mit dem einen Kerl reden, der einem dann die nächste Mission gibt und dann wieder auf ins Commonwealth, einfach nur ständig hin und her reisen, ununterbrochenes Hin- und Hergereise, es hat mich so genervt. Ich fand zwar die Map von Nuka World echt witzig designt und so weiter, aber die ganze Story und so weiter fand ich ehrlich gesagt nur nervig. Also nur nervig.
Nicht der beste DLC, was das angeht. Da fand ich Far Harbor schon viel besser. Far Harbor hatte eine gute Stimmung, ein gutes Setting, auch eine ganz nette Story. Far Harbor war insgesamt schon einfach ein guter DLC. Finde ich. Die Matten müssen nicht perfekt liegen. Ich meine, es ist ja nur, ne? Aber dass man hier so ein bisschen Basketball spielen kann. Und jetzt würde ich das Ganze gern noch ein bisschen einzäunen. Wahrscheinlich ist das hier bei Strukturen dabei. Ich meine, interessant. Wär's schon, aber nee, das passt gar nicht. Sandsäcke sind jetzt auch nicht unbedingt das, was ich suche. Ich meine, die haben so ein bisschen Großstadt-Flair und so ein bisschen geht das ja auch in die Richtung mit diesem Basketballplatz. Also warum nicht? Machen wir so ein paar gemauerte Steinmauern. Bisschen hingeklatscht. Mal schauen, wie das dann aussieht, wenn es fertig ist. Stellt man dann vielleicht noch ein paar Dosen oder sowas drauf? Ja, genau, ein paar Tribünen links und rechts. Auch aus dem gleichen Material. Warum nicht? Vielleicht auch nur hier auf der Seite. Vielleicht ganz nett. Die sind mir ein bisschen zu hoch. Die verstehe ich nicht. Die sind mir zu hoch, die Mauern. Ach, weißt du was? Passt schon. Die Story von Far Harbor, ja, aber die Karte war genau das, was sie war. Nass, dreckig und bäh. Ich finde die Nuka World hübscher. Ja gut, das stimmt. Man hat sich in Nuka World jetzt nicht unbedingt, in Far Harbor nicht unbedingt wohlgefühlt. Aber ich finde, das war gut. Also ich finde, die haben eben auch diese Stimmung, die sie ja haben wollten. So ein bisschen dieses Cthulhu-mäßige Nasse, haben die gut eingefangen. Das hat mir gut gefallen. Aber es war keine Wohlfühl-Map, das stimmt. Aber das wollte die ja auch nicht sein. Ich finde, das haben die schon echt gut hingekriegt. Wenn ich weiß nicht, warum er hier in der Vault plötzlich anfängt, mit so komischen Steinen zu arbeiten, aber ist halt jetzt so. Passt schon. Hat was. So, ja, warum nicht noch ein bisschen Dekoration und dann ist das cool. Sollen wir noch ein paar Reifen hinlegen? Nee, es geht zu weit. Dafür ist das die falsche Baustelle hier in der Vault. Was ist denn das da? Wow. Ja, man kann schon viel machen hier mit diesem Mod. Na gut, es ist besser hier geworden, finde ich. Dann helfen wir. Braucht jemand Schmerz? Dann tun wir ihn weh. Es soll sich halt so ein bisschen... Die Idee war quasi, dass hier dieses Atrium sich so ein bisschen anfühlt wie ein draußen. Als ob man aus seinem Zimmer rausgehen würde in den Park oder ne, in halt raus. Deswegen wollte ich hier so ein bisschen Außendekorationen. Vielleicht ein paar Blumenvasen, ein paar Blumenkübel, noch mehr Pflanzen.
Pflanzen. Wahrscheinlich unter Dekoration, nehme ich an. Ah, ja, hier könnte man schon auch noch mit so ein paar Dekorationssachen, glaube ich, ein bisschen was machen. Machen wir, glaube ich, auch. Natur. Ja, genau, Topfpflanzen brauchen wir bitte. Aber schöne Topfpflanzen. Prächtige, buschige Topfpflanzen. Ja gut, hier könnte man tatsächlich vielleicht ein paar kleinere Topfpflanzen noch so auf die Mauern stellen. Da, wo ich sie hinhaben will, geht sie wieder nicht. Brauchen wir doch wieder den Glitzstecken. Komm mal her, die brauchen wir nachher. Die werden die nur mit ihren Basketbällen umschmeißen dauernd, diese verdammten Jugendlichen. Aber gut, dafür bauen wir es ja. Aber die Kids wissen bestimmt meinen Dekorationsaufwand hier gar nicht zu würdigen und werden alles mit ihren klebrigen Fingern beschmieren. Ach. Furchtbar. Da gibt man sich so viel Mühe. Und wie wird's einem gedankt? Gar nicht. Die wären schon auch schön, so die Hecken, aber sie machen halt keinen Sinn. Ich kann halt nicht hier im Waldboden, hier drin habe ich extra Erde gemacht, aber ich kann hier nicht mitten im Waldboden plötzlich so, hey, aber im Tunnel, im Durchgangstunnel, der gefällt mir sowieso nicht, der ist sowieso hässlich und hier konnte ich nicht wirklich die Teile bauen, weil der zu steil nach unten geht oder nicht steil genug, eins von beiden. Den könnte man ein bisschen mit wilden Pflanzen wirklich bepflanzen, so ein bisschen einfach hier schwebende Rosenbüsche. Könnte man hier so ein bisschen hinbauen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich glaube, oh ja, warum nicht? Das passt ganz gut zu dem Badegebiet, das ich unten eh schon gemacht habe. Dann werde ich hier nämlich alles so ein bisschen mit wilden Pflanzen bewalden. Damit hier wirklich man das Gefühl hat, man geht draußen durch einen Wald oder irgendwas. Das wäre so ein bisschen der Plan. Und dann, sobald meine Ausdauer wieder voll ist, erkläre ich meinen Plan weiter. Und dann kommt man hier quasi zum Badestrand, der ja eh schon so ein bisschen grün und bewaldet, simuliert zumindest ist. Wie heißt du jetzt gleich nochmal? Ada! Ich wollte die ganze Zeit Eve sagen. Ähnlich. Und dann kann man ins kühle Nass. Unter wunderschönem Sternenhimmel. Ja, ich tue, was ich kann, Mensch. Ich habe auch hier absichtlich so Holzbüsche aufgestellt, weil es soll quasi so aussehen, als ob jemand versucht hätte, das wie ein draußen wirken zu lassen. Das war der Plan. Finde ich ganz gut. Bin ich ganz gut geworden. Wenn jetzt die Lichtengine von Fallout besser wäre, würde ich da irgendwie so ein ganz großes Strahlfluterlicht installieren, das wie die Sonne quasi hier auf alles scheint. Aber mal schauen. Irgendwann kommt ein Fallout 5. Oder vielleicht kann man ja auch im... Das ist wirklich was, da bin ich gespannt drauf und frage mich, ob das so sein wird. Weil dieser Baumodus, dieses Settlement Management aus Fallout 4, würde ja in einem Elder Scrolls mindestens genauso gut passen. In dem neuen Elder Scrolls könnte ich mir sehr gut vorstellen, wenn die Bock haben und wenn die das machen, dass man dann ein sehr guten, so mittelalterliches Dorfmanagement-Spiel im Spiel mit einbauen könnte. Und das fände ich ziemlich fantastisch. Fantastisch! Was sind denn jetzt die Wände, die ich gerade benutzt habe? Weil ich würde ehrlich gesagt vielleicht gern hinter dem Basketballkorb so ein bisschen noch Wand auftürmen, damit da, ne, hier ein paar höhere Mauern, damit der Ball dann nicht dauernd so wegfliegt. Weil ich meine, man würde wahrscheinlich öfter daneben werfen und dann landet der Ball hier und dann rollt er da runter und dann ist großes Hallo. Das wollen wir vermeiden. Kein großes Hallo hier in der Vault. Hier ist kleines Hallo angesagt. So, genau, die höheren Mauern, die es gibt. Ich glaube, ich ersetze die hier nämlich dann. Mit den eher höheren, die hier so dahinter stehen quasi. Gibt es noch höher? Nee, gibt es nicht. Könnte man aber noch ein bisschen oben drauf bauen, wenn man will.
Glitchy-Pfosten. Ich brauche den Glitchy-Pfosten. Glitchy-Pfosten, komm mal her. Dankeschön. So, jetzt wird hier geglitscht. Was das Zeug hält. Jetzt würde ich es gern von allen Seiten betrachten können, bevor ich es platziere, aber das geht halt nicht. Ja, jetzt ist das ein bisschen reingeglitscht, aber gut, das nehmen wir halt raus. Bauen es oben drauf. Wunderschön. Ehrlich gesagt fand ich es vorher besser. Leider, muss ich leider sagen. Ah, jetzt will ich es nicht mehr umbauen. Es passt schon. Ich muss mich nur dran gewöhnen. Gibt es nicht auch einen einzelnen? Wir hatten doch auch... Ah, hier ist er. Der sieht so komisch aus unten auf dem Bild, weil die Löcher gar nicht auf dem Bild sind. Glitchy, Glitchy-Pfosten. Ich brauche den Glitchy-Pfosten. Was würden wir nur... Warte mal, ist da eine Ameise im Boden? Da ist eine Ameise im Boden. Aber warum? Ich dachte... Hä? Okay, keine Ahnung. Whatever. Hallo, Owind. Wie geht's? Ja, genau. So passiert's dann. Herrenloser Basketball zerstört Walt. Da muss man vorsichtig sein. Da darf man nicht spaßen damit. Diese Jugendlichen hier. Da muss man echt aufpassen. Die machen noch alles kaputt. So. Nee. Gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Verdammt, ich habe es hässlicher gemacht, finde ich. Vorher war es besser. Wenn jetzt Graffiti, das wäre es jetzt. Graffitis an die Wand, so ein bisschen LED-Lampen dran kleben und dann wäre es wieder cool. Graffiti, mit Graffiti kann ich hier nicht dienen. Aber vielleicht macht man ja eine Lampe, die schmeißen die nur mit ihrem Basketball kaputt. Die Kids. Finde ich nicht gut. Hier. Ich hänge hier eine Ampel auf. Und zwar einfach nur, damit quasi, keine Ahnung, Großstadt-Feeling aufkommt. Damit man, wenn man hier Basketball spielt, das Gefühl hat, man ist hier irgendwie in der großen, weiten Stadtwelt. Warum nicht? Jetzt, wenn ich die Lampen hier noch irgendwie so platzieren könnte, ein bisschen... Glitchy-Stecker. Glitchy. Oh, für sowas ist der Glitchy-Stecker gar nicht geeignet, ne? Die kann ich gar nicht so... Die muss ich ja erstmal irgendwo sinnvoll platzieren, leider. Schon irgendwie anders. Würde ich sagen. Keine Ahnung. Mir geht's auch ganz gut. Dankeschön. Was versuchst du zu bauen? Ich versuche im Grunde hier in meiner Vault eine Art Außenbereich zu simulieren. Die Bewohner der Vault sollen quasi, nachdem die hier in ihren Zimmern sind, nachdem die hier trainieren, sollen die quasi aus ihren Zimmern rausgehen und das Gefühl haben, in den Stadtpark zu gehen, in den örtlichen. So ein bisschen wenigstens. Das ist gerade die Idee.